Name ist der Buchstabeningenieur. Wenn ihr wollt, könnt ihr ein bisschen Lärm machen. Der Buchstabeningenieur weiß, viele Leute stellen sich eine Frage im Leben. Sie stellen sich eine ganz bestimmte Frage. Sie fragen sich immer, worauf kommt es an? Worauf kommt es wohl an? Keiner weiß es, aber Roger Doyle hat die Wahrheit. Roger Doyle weiß, es kommt darauf an, worauf es ankommt. Und das ist das nächste Lied, Alter. Es kommt darauf an, worauf es ankommt. Ein astreines Loch im Dach und es könnte fast sein, dass da Wasser eindringen kann und es kommt nass rein. Also lass sein, ich will bei dir nicht zu Gast sein. Lade mich bitte nicht in deinen Palast rein. Will ich das? Nein, ich habe doch gesagt, dass es reicht, was ich habe und das, was ich nicht habe, leicht. Weil es richtiger ist, was für sich zu entscheiden und richtiger sich nur die Zeit zu vertreiben. In der Umkleidekabine, im Einkaufsparadies, mit dem Parkhaus und dem Autobahnanschluss. Weil du die Aufmerksamkeit der Verkäuferin genießt und nicht weißt, dass Genuss nichts kosten muss. Es macht auf allen Kanälen die gleiche Nachricht, die Runde, kauf ein, zahl nachher, weil der König ist der Kunde. Doch dagegen sprechen irgendwie persönliche Befunde. Sieht überhaupt nicht so aus, als sei der König hier der Kunde. Ein richtiger König trägt gerne Ärmelin am Arsch. Er lebt im Sommer ganz allein in der Ehrenmitrage. Hat ein leibeigenes Herr, dem er Befehle gibt, Arsch und nicht eine kostenlose Probe von Wenn ich wirklich König wäre, hätte ich noch ein Gemälde aus dem 16. Jahrhundert an meiner Wand. Und obwohl ich heute bis zu 50% sparen könnte, bin ich immer noch nicht König, Mann. Und darauf kommt es an. Es kommt darauf an, auf was es ankommt. Es kommt darauf an, Mann, auf was kommt es an. Es kommt darauf an, auf was es ankommt. Und es kommt darauf an, auf was kommt es an. Denn wenn du zum Beispiel zu mir kommst, Alter, sagst, ey, kannst du mir einen Gefallen tun? Nur so einen ganz klitzekleinen Gefallen. Sag ich, ist kein Problem, aber es kommt darauf an, auf was es ankommt, come on. Es kommt darauf an, auf was kommt es an. Es kommt darauf an, auf was es ankommt, come on. Auf was kommt es an, es kommt darauf an, auf was wir hören. Check das, Alter. Wenn du mit deinem Kleinkind, du hast ein Kleinkind, ne? Und das Kleinkind klettert über die Wand von dem Kinderwagen hinaus. Und es fällt Richtung Boden, da fragst du dich, wird das Kleinkind den Aufprall gut überstehen? Tja, ich weiß nicht. Es kommt darauf an, auf was es ankommt, come on. Es kommt darauf an, auf was kommt es an. Es kommt darauf an, auf was es ankommt, come on. Auf was kommt es an, es kommt darauf an, auf was es ankommt, come on. Es kommt darauf an. Es kommt darauf an, auf was es ankommt, come on. Es kommt darauf an, auf was kommt es an. Es kommt darauf an, es kommt darauf an, yeah, yeah. Es kommt darauf an, auf was es ankommt. Es kommt darauf an, es kommt darauf an. Es kommt darauf an, es kommt darauf an, yeah.